Das Geisterhaus ist beendet. Juhu, lass mal weiterspielen. Ich hab Bock. Genau, der Werwolf sieht's da schon richtig. Der Werwolf sieht's da schon genau richtig. Ich habe gar nicht aufgepasst. Scheiße. Okay, ich hatte Glück. Ja, diese Seite hat auch wirklich coole Sachen an sich. Wenn man sich das so anguckt, hat das wirklich coole Sachen. Einzeln oder Menü? Einzeln. Zwei einzelne. Kontext für die YouTube-Zuschauer. Ich habe gerade darüber geredet, dass ich bei McDonald's war und 15 Euro, knapp, ungefähr 15 Euro, für zwei Burger und einen McFlurry bezahlt habe. Was ich für einen echten Skandal halte. Für einen fucking Skandal. Ich will nicht auffallen in der Öffentlichkeit. Damit fällst du auf. Damit fällst du auf, Maeve. Aber damit, das kannst du auch nur im Stream anziehen ansonsten, ne? Ist halt auch eine Möglichkeit. So, dann geht's gerade noch um das Thema. Ich bin gepartnert bei so einem Shop. Bei so einem Klamottenshop, der ziemlich crazy Klamotten verkauft. Into the AM. Ja, die haben nämlich mich angeschrieben. Leute, die haben mich angeschrieben, haben gesagt, Alter, so ein geiler Typ wie du, der muss doch unsere Klamotten influenzen, Alter. Muss er. Wichtig. So, und da ich das hier gerade tue ich das jetzt auch mal hier im Video. Wenn ihr richtig coole Klamotten haben wollt, dann influence ich jetzt euch. Und dann geht ihr jetzt, ich packe einen Link in die Beschreibung, hoffe ich. Ansonsten sagt mal Bescheid, dass ich es machen soll. Und dann könnt ihr da mit dem Code VOLLOWYOU sogar 10% sparen. Ich raste aus. Das ist ja mega gut. Das ist ja mega gut. Wissen wir Bescheid, ne? 10%, oh ja, oh ja. Ey, 10% ist gar nicht so wenig. Seien wir mal ehrlich, ne? Seien wir doch mal ehrlich. Auch wenn ich nur ab und zu mal vorbeischauen kann, danke für die Streams, Volo, lass es dir gut gehen. Das werde ich, Sverdeutsch. Ich danke dir für die 2 Euro. Und ich versuche es mir so gut wie möglich gehen zu lassen. Hast ja gehört, ne? 15 Euro für zwei Burger, der Mann lebt das Leben. Der kostet das in vollen Zügen aus. Da kann man ja nichts gegen sagen. Sachen sehen echt gar nicht mal so schlecht aus. Ja, sag ich doch. Wenn man da auf die Seite geht, sind da durchaus coole Sachen. Also ich würde das auch nicht draußen anziehen. Ne? Würde ich auch nicht. Aber so für einen Stream ist das für mich halt eigentlich ganz cool. Und so generell, es gibt ja auch solche Leute, die sich mit sowas raustrauen, ne? Soll es ja geben. Die können es ja machen, ne? Wer sich traut, der hat da an sich coole Sachen. Ich bin halt nicht edgy genug dafür. Das sag ich euch, wie es ist. Außerdem bin ich schon so auffällig. Das ist halt das Ding. Ich bin, glaube ich, der auffälligste Mensch der Welt. Ich weiß nicht. Überall erkennt man mich. Reden wir jetzt mal darüber, ne? Jetzt muss ich mich wieder outen. Aber es wissen ja auch alle, ich habe ja keine Küche. Ich war relativ oft. Es wissen ja auch alle, Mann. Ich habe mir eine Zeit lang jeden Tag einen Döner geholt hier. Ne? Ich wohne hier jetzt. Wie lange wohne ich jetzt hier? 3 Monate, sagen wir mal, ne? 3 Monate. Und ich muss echt auffällig sein, denn ich habe in diesen 3 Monaten ungefähr 5-mal. Ich war in diesen 3 Monaten 5-mal bei McDöner. So. Bisschen Kontext. McDöner, würde ich sagen, ist der am meisten frequentierte Döner in Osnabrück. Der ist immer brechend voll. Der hat fast 24/7 auf. Und die haben halt am Tag, weiß ich nicht, 1000 Kunden und mehr. Gefühlt. Und ich war da nur 5-mal.
5 fucking Mal war ich da. Und dennoch, beim letzten Mal, da war ich 3 Wochen nicht da. 3 Wochen war ich da nicht. Fragt er mich, na, wie hat letztes Mal geschmeckt? Da haben wir so, nein, fuck. Und dann als nächstes, nimmst du wie immer, ne? Und dann hat er mir den wie immer gemacht. Der fucking am meisten frequentierte Scheißdöner in Osnabrück. Und ich muss auf die andere Seite kommen, das geht so gar nicht. Kennt mich nach fucking 5 Mal, erkennt ihr mich 3 Wochen später noch wieder? Was zur Hölle? Das geht doch nicht. Ich muss einfach so fucking auffällig sein, keine Ahnung. Man merkt sich mich. Das ist so das Ding. Oh. Das hat mir echt nicht, also da dachte ich mir echt so, scheiße, Mann. Das kann jetzt nicht wahr sein. Ich dachte, ich bleib hier underground, ne? Krieg keiner mit? Krieg keiner mit, dass ich öfter mal zu einem Döner gehe? Aber auch da wirst du sofort enttarnt. Wirst du sofort enttarnt. Ist zum Erbrechen. Bist wohl der Einzige mit 100 Anime-Klamotten, der sich dahin traut. Ich gehe doch nicht mit Anime-Klamotten dahin. Was für Anime-Klamotten? Was reden Sie? Wir fragen mich nur noch, für dich oder für dich und Frau? Ich bestelle immer für 2. Obwohl ich nur eine Person bin. Immer 2 Dürüm. 2 Dürüm, Bruder. Machst du mir schön fertig, viel Soße, ne? Geil. Geil. Ne, kommst rein, hallo, bitteschön. Und dann wie immer, ne? Ja, Mann. Ich hasse es. Geh aufs Haus. Das hatte mein Bruder mal, Maeve. Morgen geht's für 3 Tage Snowboard fahren. Viel Spaß dabei, Dodge. Viel Spaß. Das wird auf jeden Fall besser als das, was ich die nächsten Tage mache. Nämlich nichts. War bei meinem Bruder so. Der bestellt relativ, also was heißt relativ oft, fast jeden Tag bei der gleichen Pizzeria. Und dann haben sie ihm irgendwann mal Pizzabrötchen einfach so mitgebracht. Und dann dazu gesagt, ja, geht aufs Haus, so oft wie du hier bestellst. Kriegst das so. Seitdem hat er da nie wieder bestellt. Nie wieder bestellt. Das will man halt nicht, ne? Das will man einfach nicht. Du willst nicht, dass der Dödermann weiß, was du willst. Und du willst auch nicht, dass die beim Pizzalieferservice dir was umsonst geben, weil du so oft bestellt hast. Willst du nicht. Pizzabrötchen ist auch keine große Wertschätzung. Naja. Allein die Tatsache, dass der Typ dir sagt, du bestellst da oft. Ist auch so ein anderer, bei dem ich letztens bestellt habe, wo er das letzte Mal da war. Packt da so das Essen aus, ne? Maeve ja auch getriggert davon. Denke ich mal. Und sagt dann so, ja, da habe ich dir aber richtig schön leckeres Essen mitgebracht, oder? Ich denke mir so, ja, aber lass mich in Ruhe. Komm mir nicht auf die Tour, Mann. Komm mir nicht auf die Tour. Ich hasse sowas. Die sollen mir mein Essen in der Hand drücken und wieder gehen. Und ich will dabei keinen dummen Spruch hören. Bei dem ich mich dann peinlich berührt fühle. Will ich nicht. Super unangenehm. Sogar die Nummer von meinem Dönermann bekommen, die will ich nicht. Wurde das Geld ausnahmsweise mal bar, als ich online schon bezahlt habe, dachte kurz, der will mich abziehen. Das hatte ich auch schon, habe ich gesagt, das ist schon bezahlt. Habe ich über PayPal bezahlt, Mann. Ach so. Ja, stimmt.
Nee, 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 nee. Das kriege ich doch alles. Alles mit. Es war aber auch ein leckeres Essen. Er hatte recht. Gelogen hat er nicht. Gelogen hat er nicht, Freunde. Ne? Das ist halt das Ding. Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Das war aber auch lecker. Scheiße. War echt gut. Aber unangenehm. Er hat nicht mal unwissend getan. Er wollte einfach doppelt kassieren. Als ob. Ja, der eine versucht mich jedes Mal ums Trinken zu bescheißen. Das hat auch schon mal geklappt. Da wollte ich eine Flasche Cola dazu und hab nicht dran gedacht. Hab ich nicht dran gedacht in dem Moment, wo sie es brachten. Und als er dann weg war, dachte ich mir auch, fuck! Du wolltest doch eine Cola, scheiße! War natürlich auch schon bezahlt. Aber da war es zu spät. Und beim letzten Mal, dann der gleiche, wo ich auch wieder was zu trinken haben wollte, dabei, ist er wieder ohne Flasche gekommen, ne? Aber bei dem Mal dachte ich mir so, nee, diesmal weiß ich's, Kumpel. Diesmal weiß ich das. Habe ich gesagt, ich krieg aber noch eine Flasche Cola, ne? Oh, ja, nee, da muss ich nochmal runter. Das wusstest du ganz genau. Das wusste der ganz genau. Der wusste das hundertprozentig genau. Und dachte sich, ne, die stecke ich mir ein, die trinke ich selber. Das wusste der. Guck mal, Maeve kriegt sogar eine Flasche gratis und ich muss um jede Flasche kämpfen, die ich schon bezahlt habe. Für viel zu viel Geld. Maeve müsste man sein. Maeve müsste man sein, ey. Das wär's. Oh, ich dachte, den kann ich so wegwirbeln. Bin deshalb auch fetter. Ja, weil die Leute dir mehr zu essen schenken. Das ist schon nicht verkehrt. Ich krieg nie was gratis. Ich krieg einen Arschtritt. Maximal. Also vom Dönermann. Ansonsten habe ich schon was gratis bekommen, klar, aber. Nee. Dönermänner irgendwie. Sind die nicht gewillt, mich zu appreciaten? Obwohl ich ja eigentlich mit deren Leben finanziere, ne? Ich bin ein guter Kunde. Jetzt 7-mal die Woche Döner. Also man sollte mich als Kunde schon wertschätzen. Finde ich. Das ist wie mit den Stream-Zuschauern. Die muss man auch wertschätzen. Vor allen Dingen die Leute, die halt einfach 24/7 Streams schauen. Das ist die wichtige Zielgruppe. Die willst du haben. Die musst du wertschätzen. Das ist wichtig. Sein Herrenausstatter. Sein Herrenausstatter steckt ihm häufiger mal Einstecktücher. Sein Herrenausstatter. Ich besitze kein Einstecktuch. Mir wurde keins geschenkt und ich habe auch keins gekauft. Der Herrenausstatter. Verrückt. Verrückt. Wo muss ich hin? Ich weiß es doch nicht. Herrenausstatter kenne nur Kickkassiererin. Ist es eher so, ne? Das trifft's halt echt. So um die 30 Einstecktücher. Einstecktücher! Ist hier noch jemand mit Einstecktüchern? Der den Lifestyle lebt? Fuck. Oh, fuck. Das geht aber bestimmt noch, oder? Nein! Oh, nein, Mann. Alter, der ist Saves in Speedrunning. Top 5 Saves in Speedrunning. Das sehe ich hier drin. Definitiv. Ich sehe es.
Ich auch nicht, nur Krawatten und Fliegen. Habe ich auch nicht. Nur Krawatten und Fliegen. Habe ich auch nicht. Kannst du mittlerweile wieder Lammertschun essen? Nee. Lammertschun schmeckt scheiße. Ich weiß nicht. Döner und Dürüm. In der Regel ein Döner und ein Dürüm. Ist so meine Bestellung. Meine Standardbestellung. Das finde ich immer ganz gut. Döner, Dürüm. Döner mit Tzatziki-Cocktail. Und alles. Salattechnisch. Und Dürüm. Dürüm. Tzatziki-Cocktail scharf. Ohne Salat. Weil. Jetzt kommt der Trigger für viele. Weil kein Salat auf dem Dürüm. Geht darum. Den esse ich später kalt irgendwann. Und aus irgendwelchen Gründen hasse ich es. Wenn ich ein Dings mit Salat esse. Und dabei das Fleisch kalt ist. Kann ich nicht haben. Das schmeckt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Mit warmem Fleisch, voll geil. Aber mit kaltem Fleisch, ne. Rollo kennt sich gut aus. Ich weiß, wie der Hase läuft. Na, siebenmal die Woche. Zitronen drin. Siebenmal die Woche. Ist mein Lifestyle. Verurteilt mich nicht für meinen Lifestyle, okay? Verurteilt mich nicht. Salat der Eltern ist es ranzig. Das kommt noch hinzu. Ich find's halt auch so geil. Und das ist auch in Ordnung. Verurteile euch auch nicht. Außer wenn ihr sagt, McDonald's ist besser wie ein Restaurant oder McDonald's ist besser als Döner. Das verurteile ich natürlich auch sofort. Das geht gar nicht. Ist die Phase selber kochen schon vorbei, Wollo? Eigentlich nicht, Fulgor. Eigentlich überhaupt nicht. Am allerliebsten würde ich selber kochen. Aber ich habe leider das Problem, dass ich momentan keine Küche besitze. Ich habe dir ja schon erzählt, ich bin umgezogen, das siehst du ja auch. Und die Küche war halt nicht lieferbar zu der Zeit, beziehungsweise hätte hier jetzt nicht eine Münze runterfallen müssen? Wirklich nicht? Die Küche war halt nicht sofort lieferbar und die ist halt immer noch nicht da. Ich lebe hier also jetzt seit Monaten mittlerweile ohne Küche. Entsprechend bin ich so ein bisschen, ja, in dieser Seite. Vielleicht sollte man diesen Kontext auch mal geben. Für die Leute, die sich jetzt denken, Alter, die fette Sau, ne? Siebenmal die Woche Döner, kein Wunder. Es gibt, das hat einen Grund. Das würde ich normalerweise nicht machen. Eigentlich bin ich ein großer Freund des selber Kochens. Das macht mir voll viel Spaß. Finde ich auch leckerer und so. Tja. Aber wenn es nicht hasst, dann hasst es nicht. Kannst nix machen. Ja, Sifi, das wäre eine Idee, aber ich habe ja auch keine Spüle und so. Weißt du? Das Abspülen würde dann im Badezimmer stattfinden und so. Und ich will ganz ehrlich sein, das finde ich halt mega eklig und ranzig. Das finde ich richtig eklig. Also, da hab ich halt gar keinen Bock drauf. Im Spülbecken oder so, besten in der Dusche. Die Scheiße spülen, ne? Einfach Pappteller und Grillgeschirr, Problem gelöst. Natürlich, das ist perfekt, weil meine Bratpfanne, die benutze ich auch aus Pappe. Ich benutze einfach eine Pappbratpfanne, pfandfrei, ne? Wenn ich mir da was koche und so. Und Papptöpfe, in denen ich das mache. Das ist natürlich die Idee. Wenn ich die jetzt finde, ne? Diese Pappkochtöpfe und so. Von Labo. Nintendo Labo Papptöpfe. Dann werde ich diese Option nutzen. Nee, das ist halt keine Option. Keine Option im Moment. Ist halt leider, wie es ist.
Aber wird auch irgendwann enden, ne? Und dann läuft's. Dann läuft's. Dachte, Plastik. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht gibt's ja Plastikknöpfe. Gut. Das war's aber dann auch hier für Super Mario U für heute.